Einen wunderschönen und willkommen zurück zu einem neuen Let's Play hier auf dem Kanal. Ich bin der Bardo und freue mich, euch begrüßen zu dürfen. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, ich hoffe, du hast auch einen Daumen da gelassen und schreibst vielleicht sogar was in die Kommentare. Denn wir spielen heute gemeinsam Parasite Eve 2. Wir hatten ja letztens den ersten Teil durchgespielt, den ich absolut gar nicht kannte. Und jetzt spielen wir den zweiten Teil, den ich schon mehrmals durchgespielt habe. Bestimmt schon knapp 10 Mal oder so. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Es ist schon ziemlich lange her, dass ich das gespielt habe. So, jetzt muss ich gerade mal eben schauen, dass hier kein Intro abläuft. Das wollen wir nicht. Ja, Parasite Eve. Eine Mischung aus Final Fantasy und Resident Evil, könnte man sagen. So, ich mache jetzt hier einmal Continue. Und dann lade ich mal meinen durchgespielten Spielstand. Genauso machen wir das. Da haben wir nämlich jetzt 3 Möglichkeiten weiterzuspielen. Also den normalen Durchgang ist es halt quasi, du hast am Anfang gar nichts, aber das werden wir jetzt auch in dem Durchgang haben. Wir haben am Anfang überhaupt nichts, außer ein paar Punkte, die ich ausgeben kann. Und da wir das Spiel oder ich das Spiel jetzt nochmal durchspiele, habe ich mir im Vorfeld schon überlegt, dass wir einfach den Replay-Mode spielen, weil hier das Enemy-Level ist ziemlich strong, so wie das aussieht. Es gibt noch irgendwelche versteckten Golems für mehr BPs. Das bedeutet, BPs sind Punkte, mit denen ich mir Waffen und Zauber kaufen kann und sowas. Aber wir wollen es ja nicht übertreiben, von daher spielen wir jetzt den Replay-Mode. Und falls ich das dann irgendwann nochmal durchspielen sollte, erweitert das Waffengeschäft dann ja, das Angebot nach jedem Spiel. Aber wie oft spielen wir das schon durch? Von daher, Replay-Mode und los geht's. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Intro und dann geht's gleich los. Was ist los, Aya? Sieht dir nicht ähnlich. Ist nicht mein Tag. Was jetzt? Wollen wir aufhören? So, jetzt haben wir hier den Piers hinter mir stehen. Das ist für mich ein Franzose, deswegen spreche ich ein bisschen Französisch. Und wir haben hier unsere gute alte Aya Brea, immer noch den Hauptcharakter, wie auch aus dem ersten Teil. Ich könnte jetzt hier noch ein bisschen üben und ein paar Items freispielen, aber hey, das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Deswegen habe ich genug für heute. Genug für heute. Okay. So, Strom aus. So, und jetzt können wir uns hier bewegen.
So, wir spielen wie gesagt immer noch auf dem Emulator. Ich könnte die ganzen Texturen noch so ein bisschen erhöhen, aber ich finde, dann geht ein bisschen der PS1-Flair flöten und das möchten wir nicht. Deswegen spiele ich das jetzt genauso, wie es vorgesehen ist, mit der Standardgrafik. Ja. Verstanden. Ja, Sir. Wird gemacht. Kein Problem. Pierce? War das Hell? Erraten, meine liebe Aya. Im Acropolis Tower Downtown L.A. scheint der Teufel los zu sein. Acropolis Tower? Ich war dort letzte Woche beim Schlussverkauf und habe mir neue Unterwäsche gekauft. Dann weißt du ja, wo das ist. Hellville, ich meine, Supervising Agent Baldwin will, dass du dich darum kümmerst. Sind auch wirklich NMCs im Spiel? NMCs sind die Monster übrigens. Das letzte Mal hatte jemand einen Straßenverkäufer, der als Küken verkleidet war, mit einer NMC verwechselt. Diesmal ist es ernst. Sogar das Wort wurde dorthin beordert. Ja, ja. Du mich auch. Ich gehe ja schon. Wo ein NMC ist, da bin auch ich. Nicht meckern. Du wirst bezahlt dafür. Jody hat schon den Wagen vorgefahren. Du kannst also direkt dich auf den Weg begeben. Okay, das werden wir natürlich tun. So, jetzt können wir hier im Firearms, also sprich die Waffenkammer, da können wir uns jetzt ein paar Dinge kaufen von unserem Geld. So, dann schaue ich doch gerade mal. Hey Aya, du kannst deine BPs gegen tolle Items eintauschen. Ein paar Tabletten solltest du schon mitnehmen. Wie kommt ihr jetzt auf Tabletten? was sind BPs? Brauchen wir uns nicht erklären lassen. Das sind halt Punkte, womit wir einkaufen können. So. Jetzt haben wir hier folgende Möglichkeiten. Und zwar könnten wir uns einmal eine Schrotflinte kaufen, genauso wie das Rifle. Beziehungsweise könnten wir uns aber auch den 40mm Granatenwerfer mit Dauerfeuerfunktion besorgen. Verdammt! Aber das Problem ist, dass ich dann pleite bin. Deswegen überlege ich gerade, ob das wirklich so sinnvoll ist, den jetzt zu kaufen. Ich meine, das wäre eine gute Waffe, keine Frage. Aber für das Geld bekomme ich viel mehr. Aber wirklich viel mehr. Verdammt, was machen wir denn jetzt? Also ich könnte mir auch gar nichts kaufen. Das könnten wir theoretisch auch tun. Und ich glaube, das ist noch nicht mal das Beste, was man bekommt. Kann man nicht irgendwie... die Werte, genau, die kann man auch. MP-Regeneration, Anti-Starre, Hochleistungsradar, Anti-Stummheit. Also wir könnten uns schon so ein paar Dinge kaufen, ja. Aber ob das jetzt so sinnvoll ist, weiß ich nicht. Im Endeffekt wollen wir das Spiel ja so erleben, wie es vorgesehen ist. Aber da das ja der Replay-Mode ist, haben wir jetzt die Möglichkeit, uns Dinge zu kaufen. Ist klar. Aber weißt du was? Wir lassen das jetzt einfach mal. Wir lassen das einfach mal und sparen einfach unser Geld. Und dann schauen wir mal, was wir im Laufe des Spiels so kaufen. So. Zack. Das überspringen wir mal. Und wir spielen es genauso, wie es vorgesehen ist. Ne? Also ich werde mir jetzt nichts kaufen, außer ich weiß, ab dem Punkt gibt es das und das Item und da können wir uns dann ein bisschen was sparen oder so. Dann können wir das gerne machen. Aber jetzt zum Anfang hin möchte ich das schon so erleben, wie es eigentlich vorgesehen ist. Und ich denke mal, für euch wäre das, glaube ich, auch nicht so schlecht. So, hier ist, glaube ich, auch noch was. Nee, doch nicht. Ich meine irgendwo im Kofferraum hier bei mir. Ich kann noch nicht los. Irgendwo hier war noch was, da bin ich mir ziemlich sicher. Hier könnten wir theoretisch speichern. Das werde ich jetzt auch einfach mal tun. Was treiben Sie eigentlich noch hier?
API-Daten, Waffendatei, Spielstand, was ist das denn? Ach so, okay. Da sieht man zum Beispiel, mit welchen Waffen ich am meisten gespielt habe. Und das war die Rifle und die ganz normale Pistole. Und hier haben wir die Pyrokinesis am meisten benutzt. Das Healing und das Plasma. Okay, das ist sehr interessant. Wir speichern mal unseren Spielstand. So, ich gehe mal nach ganz oben. Dann überschreiben wir den mal. So, Speichervorgang beendet. Wunderbar. So, und jetzt gehen wir los und machen schon mal den ersten Auftrag im Akropolis Tower. Da scheint nämlich die Hölle los zu sein. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit, Pierce. Ja. Okay, Aya. Ich mache das Tor auf und sei vorsichtig. Guckt ganz schön kalt dafür, dass da gerade ein Hubschrauber abgestürzt ist, aber okay. So, jetzt haben wir hier den Super Nintendo 7 Mode oder so hieß der. Agent Breyer, MILF, Sondereinheit. Ich nenne es MILF. MILF? Ach ja, wir wissen Bescheid. Gehen Sie hinein. Agent Klaus Dieter, wir haben hier eine MILF. Wie ist die Lage? Sieht übel aus. Sie haben das Dachgeschoss besetzt. Das ganze Gerät außer Kontrolle, wenn die Armee nicht bald eintrifft. Die MILF mit der Mom Jeans. So, dann gehen wir mal da vorne hin. Abgestürzter Helikopter. Keine Überlebenden. Ich bin Agent Breyer, die MILF mit der Mom Jeans. Wie sieht's oben aus? Das SWAT-Team hat den Tower gestürmt, aber der Kontakt brach ab. Und die Zivilbevölkerung? Ist bereits evakuiert worden. Das soll ein Monster sein. Verstehe, danke. Seien Sie vorsichtig. Sir, eben ging ein FBI-Agent hinein. Ich weiß, sie ist eine MILF-Hunterin. MILF? Sir? Sind Sie sicher? Nie was davon gehört. Der Vorfall in Manhattan. Der mit den Monstern. Sie jagt diese Kreaturen. Ein Profi. Thank you.
Okay, und wir befinden uns mitten im Spiel. Eine Nottreppe. So, die Steuerung ist natürlich ein bisschen hakelig. So still hier, die Ruhe vor dem Sturm. Unten höre ich Feuerwehrsirenen. Also ist doch nicht so still. So, ich glaube, wir haben auch irgendwo eine Karte, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, auf Select. Und hier auch am Anfang gibt es schon so ein paar Dinge, die man übersehen kann. Von daher muss ich jetzt gerade mal so ein bisschen mein Gehirn anschrauben, anstellen. Was zum... Großer Gott! Das SWAT-Team? Der Geruch von Blut, überall Leichen. Wie konnte das nur passieren? Diese Wunden, das ist nicht normal. So, hier haben wir schon zum Beispiel mal eine Medizin 1 gefunden. Buchstäbliche Totenstille. Buchstäbliche Totenstille. Es ist buchstäbliche Totenstille. Da ist schon ein Monster. So, wir gehen mal an den Hörer, da klingelt's. Agent Breyer? Hier spricht Baldwin. Sie sind also am Einsatzort. Was? Das SWAT-Team? Verstehe. Höchst ungewöhnlich, dass NMCs so wüten. Also, ran an die Arbeit. Seien Sie aber vorsichtig. So, wir speichern nochmal. In der MILF-Garage. Nein, jetzt sind wir im Akropolis-Tower. Nein, das heißt eigentlich MITF. Für was das genau steht, bin ich mir gerade gar nicht genau sicher. Ich glaube, das wird später noch erklärt. So, jetzt schauen wir mal eben auf die Karte. Hier ist noch eine Elevator Hall. Gucken, ob ich hier... Freeze. Keine Bewegung! Nicht schießen! FBI! Sind Sie verletzt? Nichts Ernstes. Ich bin okay. Ist nur ein Kratzer. Wo ist der Rest? Haben Sie sie nicht gesehen? Sie sind alle tot. Ich verstehe. Da ist noch eine Frau, die evakuiert werden muss. Zu dumm, dass ich... Bitte kümmern Sie sich um sie. Alles klar. Sie muss noch in dem Café sein. Schnell. Ein Kaffeeschlüssel. Seien Sie vorsichtig. Okay, ich bin vorsichtig. Ein Getränkeautomat. Was ist eigentlich hier? Kann ich hier durch? Eine Nottreppe. Nee, die kann ich nicht benutzen. So, das war auch schon alles hier vorne. Wir haben auf jeden Fall den Kaffeeschlüssel bekommen. Und nicht für die Kaffeemaschine, sondern fürs Café selber. So, die Treppe benutze ich mal. Ich glaube, hier gab es irgendwo eine Munitionskiste. Da liegt etwas auf der Bank. Genau, da können wir immer Munition nachfüllen. Eine Munitionskiste voll mit 9mm Munition. Ich nehme mir welche. Hier erhalten Sie unbegrenzt Munition. 500 Stück. Und merken sich diese Kisten gut. Das ist keine... Ja, das ist keine Seltenheit, dass wir jetzt solche Kisten finden. Das ist öfter so. Im Laufe des Levels steht dann hier und da mal so eine Kiste rum. Und da können wir unsere Munition wieder auffüllen. Denn 500 Schuss gehen ziemlich schnell weg. Muss man mal einfach dazu gesagt haben. So, jetzt schauen wir mal eben auf die Karte. Ich muss da unten hin. Können aber gerade mal eben schauen, ob ich hier auch noch... Oh, shit. Schon der erste Kampf hier. So, jetzt muss ich mal gucken, wie das genau funktioniert. Genau, mit Viereck visiere ich an und mit R1 schieße ich. Mit R2 kann ich auch nur einmal schießen. Mit R1 schieße ich mehrmals. So, das war's schon. Und nach jedem Kampf bekommen wir ein paar, ja, XP, BP und MP.
FBI! Es wird alles gut. Seien Sie vorsichtig! Es sind keine Menschen! Oh. Tot. Verdammt, er ist tot. Ich war zu spät. Ich war zu spät. Verdammt, ich war zu spät. Ja, ich dachte, irgendeiner hat noch irgendwas für mich. Irgendeine Leiche, die hier rumliegt, hat, glaube ich, noch eine Schutzweste oder so. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Die Leute müssen es sehr eilig gehabt haben. Hier ist der Teufel los gewesen. Umgekippte Stühle. Reste von Sandwiches liegen zerstreut herum. So, und hier können wir das Café öffnen. Kaffeeschlüssel benutzt und Schloss entriegelt. So, jetzt kommt ein ziemlich creepiges Video. Oh, willkommen in die Café. Ein Menschenpferd. So, unser erster richtiger Gegner. Ich kann auch schon zaubern, das werde ich mal tun. Zu zappeln und stirb. So, wir haben noch eine Medizin Level 2 bekommen. Diese Sorte sehe ich zum ersten Mal. Da ist etwas im Kopf implantiert. Ein Elektroteil. Runter! Meine sauer verdienten Pipis. Du kannst sie behalten. Wir haben es wohl mit einer neuen Spezies zu tun. Sie war als Frau getarnt. Als Frau? Ja. Ein SWAT-Beamter hat mich sie zu ihr evakuieren lassen. Whatever. Sorry, dass ich gestört habe. Hinten sind noch mehr. Allein schaffen wir es wohl nicht. Ah ja, ruf Baldwin an. Geht in Ordnung. Okay, crazy. So, jetzt müssen wir wieder zusehen. Ach, da kommen noch mehr. Dass wir Baldwin anrufen, müssen also zur Telefonzelle. So, die machen wir eben platt.
Maze. Was war das denn nochmal? Maze, da muss ich gerade mal eben nachschauen, was das genau war. Use? Was war denn Maze? Einwegverteidigungswaffe lähmt den Gegner. Achso, nee, das brauchen wir nicht. So, jetzt die Frage, wenn ich da nochmal reingehe, ne? Weil der Raum hier auf der Karte ist noch rot. Das bedeutet eigentlich, da sind noch Monster. Nur frage ich mich gerade, ob die wirklich hier in dem... Boah, der war ein Magnum mit unendlich Schuss, wa? Rupert, pack das schon. Ich hole lieber Verstärkung. Okay, wir können da also noch nicht rein. Das ist quasi wie in Resident Evil, wenn du auf der Karte einen roten Raum hast, dann bedeutet das meistens, da sind noch Monster. So, wir gehen jetzt aber erstmal hier lang und schauen, ob wir da durchkommen. Abgeschlossen. Sie muss von innen abgeschlossen sein. Okay, da kommen wir also noch nicht durch. Wie ihr seht, es baut gut auf, ne, das Spiel. So, ich hole mir jetzt gerade noch mal eben so ein bisschen Munition. Wir haben ja wieder was verschossen. So, schön mitnehmen. Und dann gehen wir mal zur Telefonzelle, sprechen noch mal eben mit Baldwin. Eine Spezies, die sich tarnt? Verstärkung kann ich leider nicht schicken. Sie sind alle im Einsatz. Ich habe eine Idee. Benutzen Sie die Waffen, die herumliegen. Sie haben die Erlaubnis. Pierce möchte mit Ihnen reden. Alle Wetter. NMCs, die sich als Menschen tarnen? Verliert diese Elektronikteil nicht. Bring's mir zurück und sei vorsichtig. Okay, wir müssen vorsichtig sein und bringen das Elektroteil natürlich zurück. Doch bevor wir das tun, verabschiede ich mich für diese Folge. Und dann geht es spannend weiter hier im Acropolis Tower in der nächsten Folge von Parasite Eve 2. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Bis zum nächsten Mal. Peace, bis dann. Und haut da rein.